Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Heute geht es um mein Selbstbildnis mit rotem Schal, bei dem man unschwer sieht, dass es angelehnt ist an das Selbstbildnis von Max Beckmann aus dem Jahre 1917. Mein Bild ist 50 cm breit und 70 cm hoch. Das Bild von Max Beckmann ist mit 60 x 80 nur leicht größer. Natürlich ist es ein Hochformat, wie man unschwer sieht, und es ist in Öl auf Leinwand gemalt. Auf dem Bild dargestellt ist ein Mann, in dem Fall ich, der relativ ausgezergelt und kränklich wirkt. Die Augen sind vergrößert, sie sind größer als eigentlich in der Realität. Und der Mund ist auch leicht verschoben, verbogen. Dann sieht man die beiden Arme. Der linke Arm ist merkwürdig angewinkelt, insbesondere hier in dem Handgelenk merkwürdig abgeknickt. Der rechte Arm hält einen Pinsel, angelehnt an eine Leinwand. Diese linke Seite hier ist also ein Bild, das gerade gemalt wird, mit einer Sonne, einem Kirchturm und einer Topfpflanze. Ansonsten sind in dem Bild noch die Streben eines Fensters, also hinten ist ein Fenster zu sehen, dazwischen ein Vorhang, auf der rechten Seite ein Balken, an den dieser Arm sich anlehnt. Von der Kleidung eine schwarze Hose, ein offenes, schmuddeliges Hemd und natürlich dieser auffällige rote Schal. Ja, was kann man da analysieren? Erstmal natürlich der Farbauftrag. Man hat insgesamt, stellt insgesamt fest, dass die Farbe relativ grob aufgetragen ist. Insbesondere hier sind jetzt einzelne gut erkennbare Pinselstriche. Das verhindert natürlich eine Stofflichkeit. Stofflichkeit ist hier in dem Falle absolut nicht gewollt. Des Weiteren von der Farbe her haben wir diese gebrochenen Töne. Und im Gegensatz dazu dieses Rot, also wieder mal ein Qualitätskontrast, der da auftritt. Dann muss man sagen, der Mann ist, die Augenhöhe ist betrachtet, das ist entweder auf Augenhöhe oder vielleicht sogar ein bisschen oberhalb, sodass man auf den Mann herunterschaut, was ihn ein bisschen kleiner und auch schwächlicher macht dabei. Dann ist eine kompositorische Linie hier im Grunde genommen zu finden, über den Schal, über das Gesicht und dieses Fensterkreuz. Diese senkrechte ist allerdings nicht in der Mitte, sondern sie ist ein bisschen versetzt. Und da würde ich sagen, liegt der goldene Schnitt zugrunde. Das ist ein Teilungsverhältnis aus der Renaissance, von dem man ausgeht, dass es sehr harmonisch ist. Und das besagt, dass die Gesamtstrecke im Verhältnis zu dem größeren Teil das gleiche Verhältnis hat wie das größere Teil zu dem kleineren Teil. Und das wäre so ziemlich ungefähr eben einem Drittel. Dieses Kreuz und dieses Fensterkreuz zusammen mit dem waagerechten Teil hier bilden wieder mal so eine Art Kreuz, die auch diese Person in dem Bild gefangen hält. Dann haben wir auffällige Linien. Diese einzelnen Konturen, die die Person abgrenzt, sind ja in einer normalen Malerei eigentlich nicht zu sehen. Das wäre bestenfalls eine Vorzeichnung, die aber dann beim Malen selber verschwindet. Diese Konturen sind bewusst gesetzt. Was man auch sieht, wie gerade schon angesprochen, die Formen sind ungewöhnlich verändert. Die Vergrößerung der Augen, die Verformung des Gesichtes, das Ganze scheint irgendeinen Grund zu haben. Es ist also keine Wiedergabe des möglichst Naturalistischen, sondern es ist eine bewusste Veränderung. Was ganz besonders wichtig bei dem Bild ist, ist aber der Randbezug.
fühle ich mich wohl? Ich fühle mich eingesperrt. Ich kann, habe hier auf der Seite keine Freiräume, wo ich hingucken kann. Meine Hand ist sowas von verkrampft und ich hätte es so einfach. Ich könnte einfach mehr Platz gebrauchen, wenn ich nach dahin gucke. Auch erschreckt nach dahin gucke. Ich könnte meine Hand ruhig ablegen. Aber darum geht's ja nicht. Die wir gerade unschwer gesehen haben, ist die Person in diesem Bild wirklich eingesperrt. Die Parallelität hier zwischen dem Arm und dem Bildrahmen macht das deutlich. Er hat keinen Freiraum nach hier. Sein Blick in diese Richtung ist sehr begrenzt. Wie wir gerade gesehen haben, in die andere Richtung hätte er wesentlich mehr Freiräume. Rasterung sperrt ihn zusätzlich noch ein. Er kann sich nicht wirklich in dem Bild frei bewegen. Das überträgt sich natürlich auch auf den Betrachter, auf die Wirkung, die beim Betrachter ausgelöst wird. Wenn wir jetzt zur Interpretation kommen. Das Bild, das eigentliche Bild von Beckmann, ist gemalt worden 1917. Beckmann hat sich direkt zu Ausbruch des Krieges, des Ersten Weltkrieges 1914, als Sanitäter zum Krieg gemeldet, hatte aber dermaßen schlimme Erfahrungen. Als Sanitäter hatte er bei Amputationen zu helfen, er sah die ganzen Verstümmelungen, er durfte die Leichen der Soldaten beerdigen. Er hatte 1915 ein Zusammenbruch und wurde ausgemustert. Diese Situation, die er da an der Front hatte, die hat sein gesamtes weiteres Schöpfungswerk im Grunde genommen geprägt. Und dieses Entsetzen hier, dieses ich habe etwas gesehen, diese Betonung der Augen, dieses ich beobachte etwas und ich muss es festhalten, ich muss es wiedergeben. Auch wenn hier in diesem Fall eine schöne Landschaft zu sehen ist, zeigt eben seinen Eindruck von Schrecken und auch seine, wie soll man sagen, psychische Angeschlagenheit, seine Tendenz, ein wenig verrückt zu werden dabei. Mich hat das Ganze motiviert, mich in der gleichen Situation zu malen, als verängstigte Kreatur, aber als Maler, der das Bedürfnis hat, die Sachen, die er sieht, auch festzuhalten und damit weiter zu transportieren. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass man diesen Malstil dem Expressionismus zuordnen muss. Der Expressionismus verändert die Formen, wie wir gerade schon gesehen haben, und verändert auch die Farben, wie wir gesehen haben, um einen großen Eindruck, einen großen Ausdruck, Expression wiederzugeben. Daher der Name Expressionismus. Neben Max Beckmann gab es natürlich auch noch Kirchner, Kubin, Rolf, Nolde, war auch ein Expressionist, also viele gerade moderne Künstler in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.